Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, wir sind hier auf der Suche nach irgendeiner Unterkunft oder irgendeiner Stelle, wo wir wohnen können. Hier. Naja, ich weiß nicht so ganz. Perfekt! Katja, das ist absolut nicht perfekt. Wir haben hier nicht mal ein Zelt. Ich habe absolut ganz und gar nichts. Okay, ich gehe mal hier vorne weiter. Vielleicht finden wir hier irgendwo... Oh, vielleicht ein verlassenes altes Häuschen? Das wäre nicht schlecht. Okay, hier lang und... Was ist das denn hier? Schau mal! Das ist Haus ein schönes Haus. Das Haus ist riesen doll groß. Wie cool das aussieht. Denkst du, dort ist Platz noch für uns? Ich weiß nicht. Wir können es mal ausprobieren, oder? Ja. Warte. Wir können mal rüberschwimmen zusammen. Los geht's. Das sieht so cool aus. Vor allen Dingen, das ist riesen und groß und hat hier jetzt 2 Etagen insgesamt. Und ich sehe schon super doll viele verschiedene Farben. Schau mal, hier oben haben wir blaue Räume. Sogar einen schwarzen Raum haben wir hier. Einen gelben und einen roten. Was ist denn da los? Hier gibt es so einen kleinen Steg. Hallo. Wie schön das hier aussieht. Guten Tag. Ist hier jemand? Ich klinge mal. Hallo. Ist hier jemand? Aber ich glaube, ich sehe hier auch keinen Kater. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist. Warte mal, ich mache mal die Türen einfach auf. Was denn da los? Und schau mal, hier haben wir verschiedene Räume. Hier haben wir einen Freuderaum. Was sind das? Hier haben wir einen Wutraum. Gehen wir hier nach oben. Mm. Hier haben wir tatsächlich noch weitere Räume. Hier haben wir Angst und hier ist Traurigkeit. Und es geht noch weiter in die oberste Etage. Warte. Hier geht's weiter. Was gibt es da? Was ist da los? Schau mal, hier ist ein kompletter Kontrollraum. Da ist jemand. Wer bist du denn? Hallo. Hier wird ja alles komplett überwacht und hier sind die Farben auch wieder. Hallo, wer bist du denn hier? Wie cool das hier aussieht. Hey, mein Name ist Freude. Wer seid ihr? Katja und ich bin Epic. Hi, Moment mal, ich glaube, Freude. Sie wohnt unten in dem Raum. Das ist ihr Raum. Okay, das ist eine Emotion. Freude, tatsächlich. Schön, euch kennenzulernen. Ihr seid hier in meinem Emotionshaus tatsächlich. Und hier haben wir die verschiedenen Emotionsfarben. Wir haben hier einmal, blau insgesamt. Dann haben wir gelb, rot und schwarz. Was ist denn da los? Okay. Ist hier vielleicht noch ein Zimmer frei für uns beide insgesamt? Können wir hier vielleicht wohnen? Ihr wollt hier bei uns wohnen? Dann müsst ihr euch ein Zimmer teilen mit Wut. Wut ist, glaube ich, tatsächlich. Wir müssen uns mit Wut ein Zimmer teilen. Ja, das können wir machen. Okay, ich glaube, das rote Zimmer war ganz unten. Was ist da los, Katja? Wir können hier einfach im Emotionshaus leben. Hier haben wir Angst und hier haben wir Kummer. Okay, und ich glaube, ganz unten ist Wut und nebendran wohnt auch Freude. Was ist denn da los? Okay, hier geht's runter. Ja. Hier ist auf jeden Fall die gelbe Emotion, nämlich Freude. Und hier die rote Emotion, nämlich Wut. Hallo, ich bin's, Epic. Und das ist Katja. Ich bin Wut. Ja, hallo, was ist denn da los? Und das machen wir und jetzt das hier ist sein Zimmer. Oh, Katja. Hier brennt's auch überall. Moment mal, dürfen wir hier vielleicht ein bisschen umbauen und vielleicht mal hier 3 Bettchen für uns insgesamt hier hinstellen? Was macht ihr hier? Ich bin wütend. Hey, aufhören. Wir wohnen hier. Wir teilen uns Zimmer. Wir sollen hier bleiben. Ja. Oh, er legt sich hin. Okay, warte mal insgesamt, Katja. Ich baue mal Sollen wir uns dann auch hier hinlegen? Schlafen wir jetzt alle oder was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte. Wir haben ja auch überall Feuer. Ich gehe das mal ein bisschen hier umbauen. Oh, Epic, vielleicht solltest du das nicht machen. Ich glaube, er wird wütend. Denkst du, er wird noch wütender hier insgesamt? Ja, kann schon gut sein. Was ist da los? Wir wollen hier nur ein ganz kleines bisschen das Zimmer umbauen, dass wir alle drei... Oh, was soll das? Ja, nur ein kleiner Umbau hier, dass wir alle drei hier wohnen können. Er schüttelt mit dem Kopf. Was ist da los? Ich mache das Feuer wieder an, aber dafür dürfen wir hier unsere 2 Bettchen reinstellen, okay? Nur wenn die Betten rot sind. Okay, das können wir machen. Ja, okay, dann hier bis gleich. Was ist da los? Katja, okay, wir müssen uns einfach hier mit Wut das Zimmer teilen. Okay, wir brauchen als allererstes erstmal Wolle, beziehungsweise rote Wolle. Daraus craften wir uns dann die Betten. Vielleicht gibt es hier irgendwo Schafe. Dann ziehen wir dann hier zu Wut ins Zimmer rein. Und 3 rote Betten habe ich. Sehr gut. Okay, dann geht schnellstmöglich wieder zurück in unser neues Zuhause zu den ganzen Emotionen. Und ich bin sehr gespannt, ob es Wut gefällt, dass wir jetzt hier die 3 Betten haben. Ich hoffe, der ist nicht allzu wütend hier insgesamt. Also, ich glaube, wenn er wütend wird, dann werden wir es merken. Das stimmt. Ja. Okay, dann geht's wieder ab zurück. Dann geht's hier rein und ab zu Wut. Hallo. Oh, was hat er denn hier gebaut? Hey, was ist da los? Das sind irgendwelche Trommeln. Guck mal, tatsächlich. Hey. Und der trommelt er jetzt ganz
ganze hier. Zeit? Ich hoffe nicht. Schau mal, wir haben hier unsere Betten. Oh, stopp, sagt er. Was ist denn jetzt los? Ich platziere die mal ganz kurz hier vorne, die Betten. Ja, guck mal. Ja. Eins hier, eins hier. Also das Zimmer ist echt klein, hier. Ne? Ja, ist wirklich sehr, sehr klein. Vor allen Dingen hier auch mit den Feuerstellen. Nicht trommeln. Oh. Ich trommel trotzdem ein bisschen. Denkst du, er wird wütend, Katja? Alter, ich glaube, du wirst richtig Ärger bekommen. Was ist da los? Crafting-Table kann ich aber hier vorne platzieren. Oh, ich bin wütend. Oh, nee, er ist wütend. Nee. Was ist da los? Oh, oh. Wir haben dich hier schön. Das ist das rote Bettchen. Schau mal, es ist alles schön rot hier. Er baut das Bett wieder, aber ey, nicht abbauen. Hey, bitte. Er will das haben hier. Bitte schön. Was ist denn da los? Vielleicht will er weg aus dem Zimmer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er stellt sein Bett hier vorne hin. Hey, was soll das denn? Er entzündet hier wieder alles. Okay, ja gut, dann lassen wir das Feuer hier erstmal bestehen. Was ist denn da los jetzt insgesamt? Oh, das gefällt ihm. Warte mal, wenn ich es wieder ausmache. Oh, oh. Oh nein, er ist nicht sauer. Entschuldigung. Der geht dich noch anbrennen. Nein. Er schüttelt mit dem Kopf. Oh Gott, Achtung. Hey, aufhören, Wut. Er kann doch nicht einfach hier den Boden entzünden. Oh, du hast es wieder ausgemacht, Katja. Das wollte ich nicht. Oh nein. Ich glaube, er ist jetzt richtig wütend. Und er entzündet es wieder. Er trommelt jetzt hier einfach. Oh nein, das ist ja richtig laut. Er trommelt die ganze Zeit jetzt einfach hier rum, Katja. Was ist denn da los? Geht das jetzt die ganze Zeit so? Ich glaube schon. Ich glaube, er stockt aber. Oh, du hast seinen Ball hochgehoben. Was ist das? Oh, oh. Sorry. Ich glaube, das macht er gar nicht. Der stocksauer insgesamt. Ich glaube, Katja, Freund ist da. Hallo, Freund, wie geht's dir? Ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen zu laut, oder? Naja, der drobbelt die ganze Zeit hier, weil der stocksauer ist. Wir haben jetzt hier so, wow, hey, jetzt brennt hier schon wieder. Nicht in den Boden entzünden. Oh, ja, naja, es ist schon laut. Hey, bitte etwas leiser. So kann das mit euch drei nicht weitergehen. Ja, Entschuldigung, wir können auch nichts machen. Gut ist, die ganze Zeit richtig wütend und trommelt jetzt hier auch die ganze Zeit. Angst hat sich auch schon beschwert und hat, naja, Angst. Es tut uns leid, wir können, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir können ja mal mit ihr reden vielleicht. Ja, wir müssen irgendwie schauen, Katja, dass wir hier Wut ein bisschen besänftigen können und dass Wut hier nicht die ganze Zeit rumtrommelt. Nicht so wütend sein, Wut hier, was ist denn da los? Oh, nehmt das. Oh, was haben wir denn jetzt hier insgesamt? So eine Schlafsäcke? Wir haben zwei Schlafsäcke bekommen, tatsächlich. Ich glaube, Wut möchte nicht, dass wir hier in seinem Zimmer wohnen. Er hat die Betten noch einfach abgebaut. Was ist denn da los? Ich meine, ich kann es ja auch verstehen. Vielleicht, irgendwie. Katja, ich weiß nicht. Können wir zu Angst umziehen? Oh, das wäre möglich. Ihr könnt Angst mal fragen. Das machen wir, das machen wir. Und ja, machen wir. Wut ist hier. So laut. Du bist richtig laut, Wut. Oh, ja, okay, okay, okay. Ich lasse dich in Ruhe. Dann gehen wir mal nach oben zu Angst und fragen Angst mal, ob wir vielleicht bei ihr wohnen können. Okay, hier haben wir Angst tatsächlich nebendran. Angst. Wohnt Kummer. Oh nein. Okay, wir fragen mal bei Angst nach. Hallo, Angst. Oh, ich bin's Epic und das ist Katja. Und na, wie du hörst, ist Wut wieder richtig wütend und richtig laut. Und wir wollten fragen, ob wir hier in deinem Zimmer wohnen können. Hm, ja, das würde schon gehen. Alleine habe ich nämlich immer Angst. Kein Problem, wir sind da. Alleine hat Angst, Angst. Was ist denn da los? Ja, wir wohnen gerne hier bei dir. Dann bist du nicht mehr alleine und dann brauchst du nicht mehr so viel Angst zu haben. Wir haben leider nur zwei Schlafsäcke. Okay, wir sollten unbedingt für Angst noch ein Bett machen. Wir können ja auch vielleicht noch ein bisschen aufräumen. Und dann müssen wir uns unbedingt um Wut kümmern. Denn Wut ist richtig laut und sehr, sehr wütend. Angst, wir machen hier alles jetzt richtig schön sauber insgesamt. Okay, du hast Bettenkarte. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann wird hier sauber gemacht. Hat sich Wut da unten ein bisschen beruhigt? Ich höre gar nichts mehr. Ja, vielleicht geht es ihm jetzt ein bisschen besser. Jetzt, wo wir weg sind. Ich höre aber noch was. Ich glaube, Wut ist immer noch wütend. Trotzdem weiter. Okay, sobald hier alles sauber ist, Katja, müssen wir uns auf jeden Fall um Wut kümmern, dass Wut nicht mehr so wütend ist. Okay, Angst hat jetzt hier ein schön sauberes Zimmer. Wir sind da und du brauchst keine Angst mehr zu haben. Und Freude sagt auch, dieser Lärm, ja, das stimmt. Ja. Guck mal, Katja, ich würde sagen, wir können vielleicht hier drüben auf dieser kleinen separaten Insel für Wut ein kleines Häuschen bauen, wo Wut dann leben kann und wo man Wut nicht hört. Ich höre das sogar bis hierhin. Was ist da los? Das ist echt laut. Wut ist ja stocksauer. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen ein kleines süßes Häuschen hier. Und hier hat er das zweite kleine Häuschen für Wut ist fertig. Ich habe hier auf jeden Fall einiges, was wir reinplatzieren können. Okay, hier drin haben wir leider nicht so viel Platz. Es ist hier echt viel kleiner als draußen. Ja, das Laufband kommt hier schon mal rein. Dann habe ich hier noch das hier und das hier. Das kommt vielleicht hier so hin. Und schau mal, Wut, hier vorne kannst du wohnen. Das ist alles dein neues Haus. Für dich. Yay, ja. Die Trommeln kommen hier natürlich auch mit rein. So, die können wir hier mal hin. Dann kann sein Bett hier hin. Und hier kannst du machen, was du willst. Schau mal, hier, bitteschön. Du kannst so laut sein, wie du willst. Du kannst alles machen. Ah, viel Spaß hier. Oh, er schaut sich um. Oh, er macht hier noch ein bisschen Deko hin. Natürlich. Und es wird wieder entzündet. Oh nein, okay. Dann lassen wir Wut hier mal. Und warte mal, Katja. Wir kommen hier vorne
vorne hingehen und schauen, ob wir mehr Wut hören. Aber ich glaube, wir sollten nichts hören. Oh, diese Ruhe. Das war eine sehr gute Idee von euch, Wut ein eigenes Haus zu bauen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Jetzt ist hier alles wieder ruhig. Und Katja, wir wohnen einfach ganz, ganz, ganz in Ruhe. Hier oben bei Angst, dass Angst auch nicht mehr so viel Angst hat. Und hier drüben hinten wohnt Wut und kann jetzt alles machen, was er will, ohne dass wir es hören. Sehr gut. Das ist echt richtig nice. Und hallo Angst, wir wohnen hier. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.